Auf die Idee würde ich nie kommen. Du warst heute so. Fühlst du irgendwas im Schilde? Nein. Wie kommst du denn darauf? Weißt du, was komisch ist? Was ist denn komisch? Ich finde dich total süß, wenn du so konzentriert arbeitest. Süß? Du findest mich süß? Meinst du vielleicht sexy? Ja, genau. Ich finde dich sexy. Und was ist daran komisch? Ich fand dich früher nie sexy, wenn du so in deine Bücher vertieft warst. Und jetzt finde ich dich plötzlich sexy. Woran liegt das wohl? Und du bist 40. Na sag mal, was hat denn das mit dem Alter zu tun? Na, mit 20 fandst du Männer süß, die Muskeln hatten. Warum? Weil Muskeln ein Zeichen für Stärke sind. Du hast einen starken Mann gesucht. Und heute setzt du auf andere Attribute, die Stärke symbolisieren, Bildung, Geist, Intelligenz. Meinst du wirklich? Ich denke schon. Schatz? Immer wenn du Schatz sagst, statt Schatz, willst du was? Wie recht du hast. Was willst du denn? Du, arbeite einfach ganz normal weiter, ja? Lies dein Buch, mach deine Notizen. Mein Sohn ist ein kleiner Simulant. Was du nicht sagst. Du hast es wohl schon wieder gemerkt? Dafür braucht man doch keinen medizinischen Universitätsabschluss. Ich frage mich nur, wieso? Morgen wird gar keine Klausur geschrieben. Oh, das tut gut. Ich glaube, ich gehe morgen Nachmittag mal in die Schule und rede mit Geitsch. Geitsch? Sein Klassenlehrer. Ach, der, ja. Vielleicht gibt's ja was, das wir wissen sollten. Ach, der hat sicherlich morgen eine mündliche Prüfung und dann wieder kneifen. Ich habe ja früher auch gerne alle 5 Grade sein lassen und hab's weit gebracht. Spinner. Wieso bist du denn gerade heute so wunderschön? Ich bin vor allem hundemüde. Was machst du denn gerade? Och, waschen. Das können wir doch hinterher auch machen. Mir geht's nicht so besonders. Was fehlt denn dir? Ist dir schlecht? Tut dir was weh? Hast du Kopfschmerzen? Ich kann dich ja mal untersuchen. Komm, leg dich hin. Also, ich hatte einfach einen anstrengenden Tag und gehe früh ins Bett und dann ist gut. Du unterschätzt einfach eins. Die ungeheure Macht der entfesselten sexuellen Energie. Du bist aber stürmisch. Was suchen denn die in unserem Schlafzimmer? Ich habe extra kein Licht gemacht, weil ich dachte, du schläfst schon. Es hat etwas länger gedauert in der Klinik. Mein voller Schreibtisch. Und dann musste ich noch bei einer OP einspringen. Werde ich die Mistdinger nie los? Jetzt werd mal nicht ungerecht. Die Mistdinger haben dir bis vor kurzem sehr gute Dienste geleistet. Jetzt brauche ich sie nicht mehr. Ich weiß. Sag mal. Wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass ich schon schlafe, nachdem du 3 Wochen in der Reha warst? Kriegst du das normal hin? So wie heute Nachmittag? Mhm.